Tor 1, Moritz Quatting, FC Magdeburg. Der Januar ist ja gemeinhin dafür bekannt, der Monat zu sein, in dem die meisten guten Vorsätze gebrochen werden. So ist es auch beim FC Magdeburg. Der gute Vorsatz, schön und direkt zu spielen, hält nur bis zum vorletzten Pass. Wie gut, wenn man in solchen Schwächephasen Unterstützung hat. Düsseldorfs Abwehr spielt Ping-Pong und dann heißt es Peng-Peng-Quateng. Tor 2, Joshua Bitter, MSV Duisburg. Gleich hinter der saarländischen Grenze in Frankreich wird zum Dreikönigstag traditionell ein Galette de Roi verspeist, in dem ein Glücksbringer eingebacken wird. Wer den findet, wird zum König des Tages erklärt und soll das ganze Jahr über Glück haben. Calogero Rizzotto war ziemlich sicher nicht im Nachbarland und wird deshalb zum Pechvogel des Tages. Ist das bitter. Tor 3, Konstantinos Mavropanos, VfB Stuttgart. Früher wurde der Januar auch Lassmonat genannt, weil die Bader zu Jahresbeginn traditionell zum Aderlass baden. Vermutlich war Stuttgarts Torhüter Müller gerade zwar nicht auf dem Weg zum Bader, aber Konstantinos Mavropanos nutzte die Situation trotzdem eiskalt aus und erzielte dieses wunderschöne Rekordeigentor aus der größten Distanz in der Geschichte des DFB-Pokals. Tor 4, Justin Butler, FC Ingolstadt. Benannt ist der Januar nach dem zweigesichtigen römischen Gott Janus. Ob er in dieser Szene gleichzeitig mit Torwart und Abwehrspieler gesprochen hat, ist nicht überliefert. Aber Burger und Mennel bedienen Butler mustergültig. Wie passend, dass Janus auch als Gott der Türen und Tore gilt. Tor 5, Philipp Hofmann, VfL Bochum. Wussten Sie, dass der 4. Januar immer in der ersten Kalenderwoche des Jahres liegt? Nein? Egal, aber 4 mal 3 ist 12. Und genau auf dem 12-Meter-Punkt steht Philipp Hofmann, als er Maximilian Mittelstädt aus scheinbar unmöglicher Position den Ball an die Kehrseite schießt. Ein Tor für den Arsch oder für die Auswahl zum Kacktor des Monats. Aber auch dieses Video könnte euch möglicherweise gefallen.